Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Und heute machen wir noch unsere nächsten Aufgaben hier im Einsamen Berg und dann geht es in die neuen Gebiete hinein. Dafür machen wir heute viel von der epischen Story und hier geht's schon mal los. Ich bin hier in so einem neuen Raum im Einsamen Berg und da ist auch Gandalf. Ah, da seid ihr. Ich war in meine Studien versunken. Kapitel 7.4 Die Eiserne Straße. Ich habe verschiedene historische Aufzeichnungen zu den Schwierigkeiten und Kämpfen studiert, die Durins Volk zu bestehen hatte. Und davon gab es viele, einige auch selbst verschuldet. Allerdings, und jetzt könnt ihr weiterlesen, weil das ist halt sehr viel Text und ich werde in dem Let's Play immer nur die Hauptquest zeigen und dann machen wir auch schon weiter. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt mit Kiel und Auti treffen vor dem Einsamen Berg und deshalb, weil wir dann ja zur Eisernen Straße gehen und in die neuen Berge hinein. Ihr seht aber auch, es gibt rechts noch so eine rote Quest über die Drachen. Darum geht es nämlich im Update 23, da wo die Drachen hausen. Und genau, darum müssen wir auch mehr über die Drachen erfahren, also da auch noch ein bisschen was für erledigen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Also ab und zu müssen wir Pause drücken, es ist sehr viel Text und dann könnt ihr das dann in Ruhe lesen. Okay, jetzt sind wir auch vom Einsamen Berg und hier müssten die beiden Streithähne sein. Genau, der eine soll nämlich weg aus dem Einsamen Berg und der andere geht einfach mal mit. Auti und Kiel warten auf euch. Ich war seit Jahren nicht in meines Vaters Heim in Jarnfast. Aber keiner der beiden scheint erpicht darauf zu sein, aufzubrechen. Und hier seht ihr es. Er wohnt da, wo er hin soll, nämlich in die Eisernen Berge. Also von daher, mit ihm können wir da jetzt langsam auch mal hin. Dann ist er in seiner Heimat. Und Auti Juwelenschneider soll einfach mit, weil der von ihm beleidigt worden ist. Wir sollen Kiel nach Jarnfast bringen. Und das tun wir. Genau. Und damit zu beweisen, dass er ein tapferes Schneiderlein ist. Ein Juwelenschneider. Ha. Okay. Und da seht ihr auch, was kommt da alles an Zielen auf uns zu. Wir sollen besucht Metur machen, einen Freund der Juwelschneiders. In Hammerstadt. Wo das ist, müssen wir mal gucken. Dann sollen wir einen Eingang nach Unterburg finden oder Utterburg. Wir sollen Insekten im Eisenbruch killen, wir sollen Tiere dort bezwingen, wir sollen Ostlinge bezwingen, wir sollen Arin, ein Freund der Juwelenschneider, in Jarnfast besuchen und Blick von der Klippe am Skaldenfall. Also viele Aufgaben und ihr seht das unten in grün, schließt 4 beliebige dieser Ziele ab. Also das ist jetzt rund die epische Geschichte um das neue Gebiet. Dort werden wir in den nächsten Let's Plays wohl einiges sehen von dem neuen Gebiet. Aber vorher versuchen wir natürlich auch die anderen Quests alle zu erledigen, damit wir dann auch über die Drachen weiterbekommen. Also ich springe jetzt so ein bisschen vom Update 23 zu den Drachen und zu der epischen Storyline. Ist ein bisschen schwierig, das Ganze alles nachzuvollziehen, aber hier werden wir die nächsten Tage also sein. Eisenberg. Interessant. Als erstes gehen wir dann mal zum Skaldenfall. Der ist im Süden. Mal gucken, wie es da so aussieht. Den Weg dahin werden wir uns natürlich auch genauer angucken, was da alles für Mobs auf dem Weg sind. Mutter Amma schlug vor, das Beste aus unserer Reise in den Eisenbruch zu machen. Jo, wir versuchen natürlich auch das Beste daraus zu machen. Und werden jetzt aber noch hier einige Sachen erledigen, die wir für Erebor erledigen sollen, für den Einsamen Berg. Und dafür muss ich jetzt hier mal nach oben reiten, auf den Berg, links am Berg hoch. Vorher zeige ich euch noch die andere Seite des Berges, also im Norden, weil die Eisernen Berge sind ja im Osten, also rechts vom Einsamen Berg. Und im Norden, links vom Einsamen Berg, da geht es hier lang nach Erit Mithrin und da sind wohl auch die Drachen unterwegs, also wir haben 2 neue Gebiete. Da ich mich aber an der epischen Story orientiere, geht es erstmal in die Eisernen Berge gleich oder in den Eisenbruch, je nachdem wie man es nennt.
Hier, wo ich gerade rumreite, habe ich gar nicht so viele Quests, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum die hier so ein riesiges Gebiet gemacht haben, wo keine Quests sind. Riesiger Wald, ziemlich weitläufig. Sieht alles relativ schön aus. Man kann hier entspannen. Man könnte hier Verstecken spielen, so groß wie es hier ist. Ohne, dass hier irgendwelche Gebäude oder Wohnungen sind oder sowas. Oder Städte oder Lager auch von den Orks oder sowas. Nicht zu sehen. Ziemlich, ja, leer alles. Aber das ist halt der Übergang in das nördliche Gebiet. Und da gibt es auf jeden Fall schon mal neue Ressourcen. Na, mal gucken, ob wir jetzt hier auch mal ein bisschen neues Holz oder sowas finden. Aber auch Gegner sind hier ziemlich spärlich. Also von daher keine Bange. Da könnt ihr euch ein bisschen in Ruhe mit Handwerkskram sammeln beschäftigen. Sehr schön. So, jetzt haben wir auch schon das neue Holz. Das ist doch schon mal super. Gucken wir mal, was wir noch hier Neues finden. Ja, das sind auch schon wieder die Dornholzäste. Und die Storyline an sich, also diese Steine sammeln, die wir am Erebor sammeln müssen, damit die Drachenquest weitergeht, die ist hier oben. Dafür müsste ich irgendwo darauf. Hier geht es aber nicht rauf. Einfach nur, damit ihr mal seht, wenn ihr falsch reitet, dann steht ihr hier vor so einem Riesenberg. Ihr müsst nämlich rechts vom Erebor hoch, nee, links vom Erebor hoch. So, da habe ich noch eine Seite gefunden. Aus dem Düsterwald zogen wir nach Erebor, bewaffnet, selbstgerecht und entschlossen, unser Eigentum zurückzufordern. Ich mag kaum daran denken, was geschehen wäre, wenn nicht Waren aufgetaucht wären. Jo, da habe ich doch immer wieder eine Seite der Geschichte gefunden. Hoffentlich habe ich bald alle zusammen. Und jetzt bin ich dann auch endlich an dem Punkt, wo es nach oben geht. Auf der Map konntet ihr gerade kurz sehen, wo ich war. Und jetzt müssen wir hier ziemlich lang so einen Weg hoch und diese Steine aufsammeln. 12 Stück. Dafür müsst ihr genau hingucken, nicht dass ihr irgendwo vorbeireitet oder so. Die sind auch ziemlich schwierig zu erkennen, wenn man nicht die Namensschildchen anhat. Da kann man wenigstens ein bisschen davon lesen. Und auch hier auf dem Weg nach oben gibt es noch Seiten. Jahrhunderte des Friedens vergingen und die Erinnerung an die Drachen verblasste. Und so brachen wir ein zweites Mal ins graue Gebirge auf, nicht wissend, dass die überlebenden Drachen dort schliefen. Aha, da zeichnet sich doch schon ab, dass wir die vielleicht in Zukunft wecken werden. Das wird spannend. Er habe sie von Menschen bekommen, sagte Trohr. Menschen hatten sie in einem Trollschatz entdeckt, so behauptete er. Doch ich war wütend und wollte solche Geschichten nicht hören. Und hier haben wir es abgeschlossen. Erkunder des Talands, Seitentüre, Erkunder des Nordens als neue Tat. Und das letzte Licht von Durins Tag wird auf das Schlüsselloch scheinen. Jawohl. Jetzt sind wir doch schon mal hier, wunderbar. Durins Tag hat man im Film gesehen, der Hobbit ist nur an einem ganz bestimmten Tag. Man kann jetzt hier nochmal kurz über alles nachlesen. Aber das Interessante ist, wo ich ja jetzt alles hier im Talland fertig habe, was ist denn das für eine neue Tat? Und hier seht ihr es, der Norden ist ziemlich groß. Auch hier müssen wir noch einiges für erledigen, um dann auch richtig schön Zeichen zu bekommen und fürs Housing, den Buchenboden oder sowas. Sehr nett, also noch ein bisschen was zu tun an Errungenschaften. Turbinpunkte gibt es natürlich auch immer mal wieder. Und nun habe ich auch einen neuen Titel, Tanz in ganz Tal. Sehr nice. Ja, das sieht hier auch gar nicht so schlecht aus, aber wir haben immer noch nicht alle Steine gesammelt. Schön, dass wir jetzt diesen Punkt hier gefunden haben, aber wir müssen noch weiter in den Norden, noch weiter hier am Berg lang. Und irgendwo müsste es doch noch ein paar von den Steinen geben. Vielleicht finden wir ja noch eine Seite. Ist auf jeden Fall einiges zu reiten hier. Dass man den Weg findet, das wird auch richtig, ist auch richtig kompliziert. Ist nämlich nur so ein ganz kleiner Eingang und dann findet man hier noch so viel am Berg lang. Ja, da ist auch wieder nichts. Ich suche mir hier gerade einen Wolf. Da. Oh, einen Schatzspeicher haben wir auch noch für die Errungenschaften. Das ist doch toll. Dann dürften wir doch jetzt alles haben. Ich habe doch schon die Steine alle gesammelt. Sehr gut. Dann geht es nun zurück zur Abgabe. Hier zu so einer Starkaxt. Anzahl an Runenschnitzer der Starkäxte überbrachte primitive Steine. So.
Ein Runenstein. Ich werde sofort einschnitzen. Okay. Und wie Botschafter Spackott euch gebeten habt, habt ihr die Steine zurückgebracht und Errichtung einer neuen Heimat für diese Starkäxte ist abgeschlossen. Die Verlassenen von Mordor. Jetzt sind diese Mordor-Zwerge also hier endlich angekommen. Ich habe die Aufgaben alle für die erledigt und die sind damit endlich glücklich. Doch die Vergangenheit ist in Stein gemeißelt, die Zukunft noch nicht. Botschafter des Königs spricht mit Botschafter Spackott vor dem Thron von König Thorin III. Jetzt geht's also richtig los. Jetzt werden wir auch mal für diese Zwerge mit dem Thorin reden und vielleicht dürfen sie ja hier bleiben. Vielleicht werden die ja wirklich hier von Thorin aufgenommen fest. Und das wäre doch mal eine tolle Sache. Wir wollen ihn mal treffen, den König jetzt. Seen und Flüsse ist noch das alte Update 22, also das hätten wir vorher schon schaffen können, bevor wir mit Kapitel 7 angefangen haben, aber ich hatte halt den Weg am Berg nicht hochgefunden. Ich grüße euch, König Thorin III., ich grüße euch, König unter dem Berg. Botschafter Spackott macht eine tiefe Verbeugung vor König Thorin III., und eine Ziege zeigt uns ihr Hinterteil. Na super, warum reitet der da vor uns einfach? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin Spackott von den Starkäxten. Und ihr könnt das jetzt wieder in Ruhe lesen. Ich habe euch das ja schon mal gesagt. Einfach mal Pause drücken. Jetzt geht also die Starkaxt-Story zu Ende. Endlich sind sie aus Mordor hier angekommen. Und der König wird jetzt auch auf ihn antworten. Hab Dank für eure Worte, Spackott von den Starkäxten. Es ist übrigens Volk eine Ehre, euch und eure Sippe aufnehmen zu dürfen. Und bitte, genau, lest jetzt hier selber weiter, dann wisst ihr, was er ihm noch erzählt. Jetzt beenden, das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir auch Botschafter des Königs erledigt. Und damit sind die Starkäxte jetzt fest hier zu Hause. Und dann bin ich mal gespannt, ob es jetzt bei über die Drachen weitergeht. Wir wollen ja endlich mal in den Eisenbruch, in die Eisernen Berge. Okay, er lädt. Das bedeutet, das wird ein großer Schritt. Und ich bin Level 120. Jawohl, ein Riesenschritt gemacht und eine große neue Quest jetzt hier. Die Erneuerung eines Königreichs. Und jetzt helft Brati mit den alten Abhandlungen. Helft Dis mit den Raben des Berges und helft König Thorin bei der Vertrauensbildung. Dis, die steht am Rabenhügel, das ist also eine Zwergendame. Und das bedeutet, wir haben jetzt drei Quests, um hier dieses Königreich zu erneuern, um den einsamen Berg wieder besser ans Laufen zu kriegen. Und das ist doch mal schön. Also ich bin zwar jetzt in der Story schon so weit, in der epischen Story, dass ich schon in die Eisernen Berge darf, aber ich muss immer noch mal was hier im Berg erledigen, damit auch hier die ganzen Zwerge glücklich und zufrieden zusammenleben können. Und hier habt ihr natürlich auch wieder viel Text, den wir lesen müssten. Aber jetzt geht's weiter. Wir machen diese drei Aufgaben oder holen uns auf jeden Fall diese drei Aufgaben, damit wir das auch schon erledigt bekommen in diesem Let's Play, weil wir müssen ja gucken, dass wir dann beim nächsten Mal auch in den Eisernen Bergen landen. So, das Schmieden von Vertrauen. Redet mit misstrauischen Zwerge. Ja, im Namen der Starkäxte. Genau. Die sind natürlich misstrauisch zu den neuen Zwergen, die jetzt hier zu Besuch sind. Und deshalb, tja, was soll man machen, muss man mit allen mal quatschen. So, das machen wir natürlich. Und dann werden wir uns noch die anderen beiden Quests holen. Das ist jetzt vom König die Aufgabe. Das Schmieden von Vertrauen. Und wo müssen wir dafür jetzt hin? So, hier haben wir noch Brati. Der hat sogar noch zwei Quests für uns. Seid gegrüßt! Boah, schrei nicht so rum. Sammle zurückgelassene zwergische Streitkolben, Schwerter, aha, und Äxte, also Kampfutensilien irgendwo, die in der Gegend rumliegen, die müssen wir auch aufsammeln, damit wir wieder, ja, Waffen bekommen, die wir vielleicht restaurieren können. Das macht doch Sinn, oder?
Also, die nächste Aufgabe. Und dann hat er noch eine für uns. Lang lebe Thorin Steinhelm, der König unter dem Berg! Boah, was der rumschreit. Gewinnt aus neu freigelegten Adern Zwergengold. Auch wenn ich kein Schmied bin, kann ich mir diese jetzt holen. Sehr schön. Also hole ich mal ein bisschen Zwergengold. Das waren jetzt 3 neue Aufgaben. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier die Zwerge auch finden, die misstrauisch sind, mit denen wir reden. Oder ob wir schon zum Rabenhügel gehen. Ah, große Halle hier. Viel zu tun. Aber erstmal draußen die abgenutzten Schwerter und alles. Die sind vor der Tür. Die können wir uns schon mal holen. Da seht ihr auch, da ist noch so ein Streitkolben. Alles hier vor dem Berg. Und dann muss ich noch da oben auf den Rabenhügel drauf. Viel zu tun. Da bin ich jetzt auch sofort. Sammelt für die Raben von Rabenhügel Schmuckstücke. 14 Stück. Also eigentlich alles wieder nur so Quests, wo man sich mit beschäftigt. Aber auch sie hat eine lange Geschichte für diese Raben und den Rabenhügel. Warum sind die Raben hier? Was ist hier auf dem Hügel los? Und was sollen wir jetzt für die erledigen? Die Raben des Nordens. Sehr nice. Und sie sagt hier, ich könnte zwar mit ihnen reden, wenn sie mir zuhören würden, aber ohne die Geschenke, die einst ihre Nester zierten, werden sie das nicht tun. Also, sie könnte mit den Raben reden, deshalb brauchen wir halt jetzt die Schmuckstücke. Ob das dann noch eine Folgequest gibt, dass die Raben auch mit uns quatschen oder so und dann mit uns eine Teeparty machen, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wir gehen mal los und suchen ein paar Schmuckstücke, ein paar Streitkolben und ein paar Schwerter haben wir auch schon gefunden. Also ziemlich viel wieder zu suchen, obwohl ich dachte, ich wäre durch. Oh Mann, hätte ich das doch mit den Starkäxten und den Steinen schon vorher gemacht. So, alle Schmuckstücke sind besorgt. Ich kann dem König unter dem Berg nicht geben, was er möchte. Zumindest nicht sofort. Die Raben müssen zuerst entscheiden, ja, ob ihnen die Geschenke gefallen und so weiter und so fort. Okay, wunderbar. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Und eine von 3 Quests für den König sind schon durch. So schnell kommen wir hier weiter. Das ist doch schon mal super. Jetzt können wir noch mit den misstrauischen Zwergen reden und die ganzen Waffen sammeln. So, und ich habe da nochmal so eine Seite gefunden. Fast kam es an jenem Tage wegen dieser verfluchten Kette noch zum Blutvergießen. Und auch danach hätte es noch dazu kommen können, wäre nicht der Drache aufgetaucht und hätte die Zwerge aus Erebor vertrieben. Immer diese Fetzen von Geschichte. Es ist so schade, dass man das noch nicht zusammenhängt hat, solange man nicht komplett durch ist. Aber das kriegen wir schon noch hin. So. Jetzt zurück in den Berg. Welch glorreicher Tag! Und er schreit wieder rum wie ein Irrer. Ich finde das ja irgendwie cool, wie die Zwerge rumschreien. Aber der übertreibt's. So, aber das war's schon. Alles ist gut. So, die ganzen... Seid gegrüßt! Alter Schwede. Die ganzen alten Sachen, die ganzen Schwerter hat er bekommen. So, und die Goldadern auch, die habe ich auch schon alle besorgt. Und damit sind wir schon bei der letzten Quest für den König. Also es geht richtig rasant weiter hier gerade. Jetzt müssten wir nur mal die misstrauischen Zwerge finden. Ich weiß gar nicht, wo die hier rumhängen. Dafür muss man mal ein bisschen hier durch die Gegend. Die Halle ist ja ziemlich groß und dann hat die Halle auch noch 2 Etagen und noch 2 Abteilungen. Das ist halt doch unter noch 2 Seiten, links und rechts und ganz oben und so weiter. Das ist halt echt viel, was man suchen muss. Und da haben wir einen. So, ich verstehe. Vielleicht sollte ich mir noch mehr von ihm anhören. Aha, da haben wir doch mal einen überredet. Und damit sind die misstrauischen Zwerge auch nicht mehr ganz so misstrauisch. Und haben deshalb die nächste. Haha. So schnell geht's. Also viel geredet, viele gesucht. So, ihr habt gesehen, da war ich doch ziemlich abgestürzt jetzt. Da kommen wir jetzt bei den über die Drachen weiter. Das ist eine gute Frage. Ich denke schon. Das war doch jetzt eigentlich so die Vorbereitung.
um alle mal ein bisschen glücklich zu stellen, die Stark-Äxte hier ein bisschen mehr zu integrieren. Und dann müsste es doch jetzt mit Drachen weitergehen, mit Update 23, mit den Eisernen Bergen und so weiter. Das nächste Let's Play muss doch ins neue Gebiet führen. Und? Ja, er ist auf jeden Fall schon mal glücklich, das ist super. Ihr habt viel für Durins Volk getan, Garion. Wir hatten bisher kaum Zeit, unsere Siege zu feiern. Aha, jetzt gibt es auch noch eine Riesenfeier. Das ist doch super. Und die nächste Quest. Das Vermächtnis von Durins Volk. Ja, immer noch nicht über die Drachen. Also haben wir immer noch was zu tun. Aha, da gibt es aber was Lilanes als Belohnung. Ich denke mal, das wird die letzte Quest in der Reihe sein. Sprecht mit König Thorin III. Für das Vermächtnis. Das wird mal interessant. Ihr habt euch einen Platz an meiner Tafel verdient. Kommt, Garion. Jetzt wird erstmal richtig gegessen. Das ist doch mal eine tolle Sache. Na, dann wollen wir doch mal starten, das Ganze. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Let's Play. Bedeutet, das Vermächtnis von Durins Volk wird losgehen beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und guckt dann zu, wie wir dort zusammen speisen. Lecker, lecker.